Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved mit dem nackigen Nexus. Hallihallo. Und der Ruby, die gerade verzweifelt am ja, Wandfundament setzen ist. Hallo. Ja, das ist sehr beschissen, aber hey, ich hab voll Spaß dran. Wie die lügt, Alter. Ist auch echt tatsächlich echt schwer, finde ich auch. Ja, mach Wo du ist das doch, Next ey. da? Ich weiß natürlich nicht, wo er gestorben ist, aber ich würde jetzt gerne mal mit Nexus losgehen, damit er seine Sachen wieder kriegt. Da sind Ja. wohl so viele Viecher oder so. Ja, die Biber sind halt da, ne? Mehrfach. Die greifen mich natürlich auch mit an. Wobei die wahrscheinlich noch nicht mal das größere Problem sind, sondern mehr diese 1.500.836 Fliegen. Ja. Muss ich mich vielleicht langsam vortasten und erstmal die ganzen Fliegenviecher töten? Ja. Was meinst du eigentlich mit Fliegen? Diese Libellen da oder so? Ja, genau. Hier landen oder was? Ja, ich muss erst auch mal landen. Ich kann nicht ganz bis dahin hindurchfliegen. Ach so. Hier ist ein Diplodocus. Wieso wir. Ah. Der eigentlich. Aber der wird erst böse, wenn du ihn angreifst, ne? Das weiß ich nicht. Normalerweise hat er auch so immer angegriffen, aber irgendwie mittlerweile nicht mehr. Vielleicht haben die das rausgenommen. Weiß ich nicht. Muss also weit genug weg sein, alles klar. Das habe ich schon mal rausgefunden, dann dauert das gar nicht so lange. Juhu. Nur noch 6 Monate. Ja. Genau. Huch! War ich denn Weiß hier? eigentlich einer, wo Redwood Forest ist, hier auf dieser Karte? Stimmt, da soll es eine Katze geben, die die Wand hochklettern kann. Ja, und die Schnecken. Nee, die gibt's im Sumpf. Schnecken gibt's im Sumpf? Habe ich extra nachgeguckt. So, Okay, wenn du nicht jetzt da schlimmer. vorne zum Wasser hinguckst, was Ja. geradeaus ist, Stückchen weiter links am Rand des Wassers ist mein Rucksack. Ich habe die Vögel mal hier gelassen, weil hier ist eigentlich recht sicher. Weißt du? Achso. Ja. Also hier auf dem Stein hier, ich weiß nicht, wo du jetzt da bist, da ist nämlich schon eine, siehst du? Eine Fliege. Achso, es sind fliegende Ameisen, nicht Libellen. Doch, hier, Libellen, da, die kommt da angeflogen jetzt gerade. Hier ist eine Und fliegende uns. Ameise. Ach so. Das Gute ist natürlich, es gibt natürlich gleich ordentliche Tee, ne? Sehe die nicht. Ist tot. Hier ist noch Das ist eine natürlich jetzt. auch Level 71 gewesen, die eine zumindest. Ja, du müsstest sie dann auseinandernehmen, weil ich hab nix. Mein Helm ist kaputt. Ja, stimmt. Oh ne, jetzt ist da auch noch ein Kano. Achso, mit der Axt nimmt man die auseinander, ne? Der Spitzhacke. Aber da ist Ja. zum Glück nicht meine Klamotten, die sind ein Stückchen weiter links. Folgt mir einfach mal. Vielleicht haben wir Okay. ja Glück. Ah, da kommt doch schon die nächsten fliegenden Ameisen. Ich hab dich verloren, ich weiß gar nicht, wo du bist. Hinter dir. Mach ganz brav hier alle. So, ich kann mich bewegen, komm zurück zu den Vögeln. Jo. Weißt du, wo bist du? Gut. Am Ameisen auseinandernehmen. Dann zeig mal dein Inventar. Geh mal nicht weg. Er hat noch gar nichts. Schade. Das war nämlich auch 175 Zement, die ich da hatte. Okay, ich stehe jetzt wieder neben dir. Oder hinter dir, ja gesagt. Hey, Holz. Ja, das habe ich weggeschmissen. Das ist das, was mir zu schwer war. Ja, die Biber sind natürlich hier. Ach, der Kano ist auch schon tot. Ja, und da ist auch noch ein Dingens. Moment.
habe wieder genügend Traglast. Ja, die Biber greifen natürlich nur an, wenn du ihre Beue. Ich habe nochmal 100 Zement geklaut. Uff. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen nehmen. Ich lock den Biber weg. Alter! Oh! Ernsthaft? Level irgendwas 60 oder so. Da waren auf einmal tausende Biber und haben mich weggedübelt, ey. Das waren so viele, da habe ich gar nicht gesehen, Alter. Also ich und bin wieder halt in der Luft. Ich hatte halt super viel Holz auf einmal. Ja, das weil ich nicht mehr alles nehme. Also wenn ich da dran gehe, dann nehme ich nur noch einzelne Sachen. Ich komme mit deinem Flieger wieder zurück. Dann können wir deine Sachen holen gehen. Lol. Verstehst jetzt, was ich meine, ne? Hast du gesehen, wie viele Biber da rumrennen? Nee, habe ich eigentlich nicht, ey. Nur als ich das Ding aufgenommen habe, waren noch einmal 30 um mich rum. Ja, das meine ich ja. Jetzt Sheet. Jo. Wenigstens Sonne wieder genommen hier. Aber jetzt habe ich ja schon mal 200. Hast du die Vögel mitgebracht? Wieder? Ja, ja, die Vögel bringe ich gerade mit. Ich musste mich beeilen, weil die wurden schon fast angegriffen von den Bibern, weil die mir natürlich hinterhergerannt sind und die sind ja fast genauso schnell wie ich. Ich muss noch einmal kurz landen. Helmut, du machst das ja richtig gut hier. Wieso, hat er Sachen schon? Ja. Ben nicht, irgendwie. Ben, sag mal. Also so Helmut hat Bären, Holz und Setch. Also... Ben hat gar nichts. Ben, streng dich mal ein bisschen an da. Was ist los mit dir? Mensch. Hilfe. Hilfe. So. Da oben mal den Fabricator ausmachen. Läuft er noch? Ja. Ja. Bisschen. Wieder da. WB. WB? Ja. Ich muss mal einen Knick machen. Zement. 100, 200... 222. Hilfe. Achso, ich hätte. Nee. Alles gut, du hast gesagt. Okay. Mich. Oh, ich hab sogar Perlen. Kannst du auch da rein machen. Fabrikant. Brauchen wir für die Electronics nachher. Ja. Waren sogar 18 Stück. Sehr geil. Gar nicht mal so übel, ne? Jetzt sollte mal einen Knick hier rein, wa? Komm. So. Ja. Dann können wir wieder, wenn du möchtest. Ja, ich repariere kurz mein Zeug hier. Also meine Anziehklamotten. So, jetzt habe ich gar keine Dinger mehr. Also ich kann auch nicht herstellen. Ach, wirklich? Wie viele denn? Guck mal, den können wir eigentlich anmachen, wenn wir das schmilzen. Ein, wow. Haben wir noch ein bisschen Öl? Ne. Holz und Stroh brauche ich. Haben wir Stroh und Holz? Ja. Cool. Hat der Bronto noch irgendwas? So. Ja. Mal eben wieder anziehen komplett. Ey, ich mach dazu. Und mal eben 25 mal Skins wegschmeißen. Die man immer doppelt aufhebt jetzt. Ja, Skins habe ich auch echt viele. So. Das sind alles Skins? Jo. Danke, Alter. Ja, dann. Oh, dann. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen doof gelaufen, tatsächlich. Ja, aber jetzt weißt du, wie es mir ging, ne? Hat jemand den Postboten schon wieder nicht reingelassen? Warum liegen hier so viele Pakete? Ja, wo ich bist hab du, dem... Nexus? Bin ich falsch geflogen? Nee, guck mal hoch.
Stückchen höher und weiter nach vorne. Ach da. Ja, Alter, du müsstest die Biber weglocken. Weil Ja. ich bin ja direkt am Bau gestorben, weißt Ja, ich lock die schon weg. Muss jetzt gleich Land nehmen. Wie viel Futter hat der hier eigentlich noch? 6. Na super. der hier? Null. Das ist noch beschissener. Ja, macht nichts. Wenn wir jetzt zu Hause sind, kann er was haben. Jo, kann weitergehen. Ja, und ein Stückchen weiter links, ich glaube links war das, habe ich noch mehr Biber vorhin gesehen. Aber da ist es leichter dran zu kommen. Sah zumindest so aus. Weil da gibt es in der Mitte so eine kleine Insel. Und da kann man halt drauf landen. Und dann kannst du da immer wieder hochrennen, weißt Ja. du? Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht, aber. Hey. Aber jetzt sind die Biber schon hier vorne. Es sind ziemlich viele Biber hier vorne. Wir sollten nicht hier landen und die Vögel stehen lassen. Ich vertraue den Bibern irgendwie nicht. Gucken irgendwo hier vielleicht. Oder was meinst du? Ja. Wir müssen halt nur schnell genug wieder zu den Vögeln hinrennen, ne? So, warte. Das Problem ist jetzt ja auch, dass der Biberbau jetzt kaputt gegangen ist, weil ich alles genommen habe. Ja, das könnte was bringen, ne? Aber wir müssen erstmal dein Zeug wiederfinden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wo mein Zeug liegt. Hier, hab's gefunden. Glaube, Siehst du es ist mich? sowieso dumm, wenn man die ganz kaputt macht, oder? Dann spawnt da nichts nach, oder? Ja, relativ, ne? Also die bauen ja neue. Oh. Alles abhauen, ich hab mein Zeug. Okay. Dann wieder zurück zu den Vögeln und ab in die Lüfte. Hart, ey. Voll krass, Beaver City, Alter. Ja, und jetzt fliege ich mal nur nach oben hier und guck mal dann runter. Nein. Warum Lieber nicht? Kann gar nicht mehr fliegen. Oh ne, ne? So, ich habe das ganze Holz jetzt weggeschmissen, jetzt kann ich wieder fliegen. So, nur nach oben. Ja, hier so da, wo der Trepiana da fliegt. Und dann guck mal Ja. nach unten, wie viele Biber da. Ja, okay, jetzt sind die natürlich ziemlich weit auseinandergezogen. Jetzt sind das nicht mehr so viele hier. Aber. Warte, wo bist du? Ach, da über mir. Folg mir Ja. mal. Achso, bist schon hinter mir, okay. Da hinten ist noch ein See mit noch mehr Bibern, oder was? Yep. Hier unter uns sind auch nochmal Biber. Und da sind auch so richtige Staudämme, ne? Also nicht so kleine Pissdinger, so wie wir da drüben gerade gesehen haben, sondern richtig große Dinger. Ja, guck dir das mal an, ey. Das da, zum Beispiel. Welches? Ach, da bist du. Ja, das Ding. Man da auch das Inventar öffnen kann? Man das wüsste. Also ich gehe da nicht runter. Aber du siehst jetzt, was ich meine, ne? Hier sind voll viele Biber. Ja.
Natürlich im Wasser sind die natürlich extrem schnell. Deswegen müsste man eigentlich gucken. Oh, hier ist ein Bär. Müsste man eigentlich gucken, dass man irgendwo an Land so ein Ding findet. Das ist eher schwer. Hier ist ein Kanu. Muss jetzt leider mal runter. Also geil wäre es, wenn wir jetzt noch irgendwo ein Stück Obsidian finden. Nee, kann man nicht öffnen, Würdern. Schade. Hätte es sein können, dass da noch viel mehr Zement drin ist, So, weißt ich habe nochmal Zement geklaut. Und tschüss. Boah, Aber ich direkt 30 Biber wieder hinter mir, ey. glaube, du darfst sie aber nicht ganz zerstören, so wie ich das eben gemacht habe. Ne, habe ich auch nicht. Ich habe nur das Denn rausgenommen, das Zeug, und dann. spawnt da nämlich immer was nach, weißt du, wenn du die nicht ganz zerstörst. Ja. Ich glaube, so war das. Ich habe jetzt ungefähr 25 Biber hinter mir. Biber-Party. Ja, bist du schon wieder auf dem Weg zurück, oder? Ich bin schon fast wieder zu Hause, ja. Okay. Gut, dann verfliege ich jetzt auch mal wieder nach Hause. Ich habe noch, wie gesagt, ein bisschen Zement gekriegt und noch mal ein bisschen Perlen. Dann kann ich jetzt noch Obsidian holen. Das wäre Porno, ja. Dafür brauche ich nur den Argentavis halt. Ja, kriegst du sonst gar nicht mit, ey. Na. Ich glaube, ein Obsidian wiegt 1 Kilo. Ich meine auch, irgendwie sowas war das. Gucken, wie unsere Base von oben aussieht. Noch langweilig, aber. Ja, wie eine Base halt. Drop the base. Was? Ja, die Fences setzt du aber ziemlich eng, ne? Hä? Also von hier oben sieht es aus, als wenn das eine richtig kleine Mauer wird. Ja, wir brauchen noch nicht so total groß, weil da hinten wollen wir auch noch rein. Ich glaube nämlich, dass wir hier rüber, über das Wasser rüber, Fences bauen können nachher und noch vergrößern können oder so. Alter, greif mich ein Raptor an. Wie ist Erden drauf? Weil ich habe doch gedacht, wir lassen das hinten offen, falls wir Wassertiere haben, ne? Und Ja. ich habe die Fence ist schon ziemlich weit hier ins Wasser gebaut. Ich guck gerade, wie weit das geht. Wahrscheinlich unendlich weit. Ja, das glaube ich nicht. Meinst du, es gibt eine Grenze? Ja. 100 Pro. So, jetzt können wir erstmal mit dem Boxwörter antragen. Ja, geht das auch immer noch, aber hier schwimme ich schon. Ah, gut, dann reicht das auch. Ich nehme das einfach so und schmeiß das hier weg. Hallo, Das kann Ruby. auch weg. Hey ho! Let's go. Hi. Oh. Let's Let's go. go! Na 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 na! Na 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 na! Was? 100, 200, Blitzkrieg, 300, 400, Pop. 500, 600. 600 Zement haben wir jetzt. Ich habe 209 auch schon selber schon, ey. Ich Ja, wollte hier dann. drin bleiben. Oh. So ein Idiot. Jetzt habe ich noch seltene Pilze und seltene Blume. Ein Ey, dieses Charakter fiat. Zaunfundament, ne? Das ist doch das, was du die ganze Zeit baust. Was? Ich habe eben Airdrop eingesammelt und da waren Zaunfundamente drin. Brauchst du welche? Ich habe 15 Stück noch, aber ich glaube ja. Können wir auch Wo bist gebrauchen du heute. denn? Ich bin im Haus gerade am Feuer, weil mir kalt ist, weil es regnet und so. Ja. Achso, aber dann schmeiß ich die hier mal hin. Ja. Das ist aber lieb. Dankeschön, Dankeschön. Ja, aus Blitzkrieg Bob. Holz. Jetzt krieg Bob. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Entschuldigung. Was? Wer war das? Oder ich? Du? Nein. Blitzkrieg Bob. Das war Werner.
Werner? Werner! Hier ist Werner. Hinter der Treppe. Haben wir noch Metall? Metall? Met? Also Met habe ich, glaube ich, im Kühlschrank. Soll ich mal eben gucken gehen? Ja, geh mal. Lecker Metall. Alles wird aus. Ach nee, Hack war das ja. Nicht Met gemacht. Können wir umtexten. Ja, das kriegen wir doch hin. Wir dann guck mal auf die Uhr. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Alter, bei lecker. 2 Sekunden drüber, ne? Fangt ihr schon voll an. Nein, 37 Sekunden drüber. Hysterische Anfälle zu kriegen, weißt du? Das war doch nur Blitz. Das ist doch mal cool. So geht das nicht. Jetzt müssen cool. wir die nächste Folge nur noch 19 Minuten machen, sonst passt das nicht mit der ganzen Woche. Du Idiot! Doch, ja, okay, da ich von meinen Mitspielern total genötigt werde, jetzt ganz schnell aufzuhören. Lasst einen Kommentar da, like den ganzen Scheiß. Da unten findet ihr auch noch irgendwelche Links, die zu den anderen führen. Ey, der haut rein, ciao. Du. Tschüss.